So, damit sind wir aber im zweiten Brutbereich und das gefällt mir schon mal gar nicht, weil zweiter Brutbereich heißt natürlich zweite Möglichkeit, auf Metroids zu stoßen. Vier insgesamt sind es noch, wir haben ja da schon die Schale gesehen. Guten Tag. Und du bist Nummer 1. Ich muss aber sagen, du bist relativ einfach. Weil ich habe hier so viel Platz. Au, okay. Lass mich. Wow, okay, es hat eine Ram-Attacke. Das ist neu. Das war oben. Okay. Nice. Metroid Nummer 1 hier unten. Erledigt. Okay, mir gefällt der Bereich aber sehr, vor allem von der Musik her. Ich weiß nicht, ob es ein Remix ist oder irgendwas Neues. Doch, es ist ein Remix. Ich kenne das. Ich bin mir gerade bloß nicht sicher, woher. Vor allem, weil der Grundton irgendwie auch verschieden ist. Aber ich kenne das. Wie gesagt, ich bin mir gerade bloß nicht sicher, woher. Wovor ich mich echt langsam sorge, sind die nächste Stufe der Metroids. Ja, schauen wir mal. Da haben wir auf jeden Fall nochmal einen Alpha. Ja, man kann es ja so ein bisschen umkombonen, wenn man richtig steht. Aber es ist auch gut im Ausweichen. Also allein schon die Alphas sind ziemlich gut gemacht. Tja, nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Ach komm, willst du mich jetzt die ganze Zeit anchargen oder was? Tja, dumm gelaufen. War nice. Nächstes Alpha erledigt. Bleiben noch zwei. Boah, das ist echt schwierig. Ich habe irgendwie so ein leichtes Gefühl. So einen leichten Anflug von Prime 2. Ich wüsste nicht, woher. Oder ist das Dings? Ist das der Chozo-Tempel aus Prime 1? Irgendwie ist irgendwas so in der Richtung. Oh Gott, in den Röhren ist nichts. Okay, kein Metroid. Oh Gott, großer Raum. Metroid? Was zur Hölle? Wieso ist der Raum so groß? Wieso ist hier bloß ein Metroid? Gibt es hier eigentlich Simultankämpfe? Das wäre total cool. Also gegen zwei Metroids gleichzeitig. Wow, man fällt hier vor allem sehr tief. Das ist uncool. Irgendwoher kenne ich, wie gesagt, diesen Grundton auf jeden Fall. Ich bin mir gerade bloß nicht sicher, woher. Aber gegen zwei Metroids gleichzeitig... Was zur Hölle? Du hast Beine. Bist du ein Gamma? Oder wieso hast du Beine? Haben die sich schon immer unterschieden? Das schwimmt jetzt gar nicht mehr. Das hat schon kleine Füßchen. Und das ist die Zwischenstufe. Bist du ein Gamma oder bist du kein Gamma? Ich bin mir gerade noch nicht sicher. Es verhält sich nicht wie ein Gamma. Gammas waren deutlich anders und deutlich größer. Aber es hat Beinchen. Nee, du musst ein Alpha gewesen sein. Ich glaube, das soll mir anzeigen, dass es langsam in die nächste Stufe geht, wenn das Ding schon Beine hat. So vermute ich es jetzt zumindest mal. So, füllen wir mal die Karte. Wir bekommen hier eh keinen Schaden, solange wir immer bloß kurz reinhüpfen. Und damit haben wir das hier unten eigentlich schon, nicht wahr? Dort oben ist ja noch ein Metroid und es fehlt noch eins. Yep, nice. Dort oben haben wir noch ein Item vergessen. Oh! Das da ist ein Gamma. Na, ich habe die Missiles nicht aktiviert. Okay, dich kann ich jetzt wirklich bloß noch von... Ja, wirklich bloß noch von unten. Nee, doch. Oder von vorne? Nee, nicht von vorne. Du bist ziemlich widerlich. Wie soll ich dich denn von unten angreifen? Du versuchst mich ja von vorne anzugreifen. Wie gemein ist das denn bitte? Ah, okay, es geht auch so. Also ähnlich wie bei den... Wie bei den Alphas geht es auch so noch ein bisschen. Und so quer geht es auch, wenn man ein bisschen tiefer steht. Oh Gott, Gammas werden so eklig. Ich sehe es jetzt schon. Aber hat man nicht bloß noch eins auf der Nadel gerade eben? Ich hätte schwören können. Okay, nice. Vielleicht habe ich mich auch verguckt. Kann genauso sein. Da war aber vorhin noch kein Metroid angezeigt, nicht wahr? Können einfach so Metroids auftauchen? Also ich meine, gerade eben ist es einfach so aufgetaucht.
Das ist ja der Beweis dafür. Das wäre aber schon ziemlich fies. Wo soll hier das Item sein? Ach, okay, man kann da einfach so durch. Oh, krass. Das wusste ich jetzt nicht. E-Tank. Sehr schön, nehme ich. Das wusste ich nicht, dass man da einfach so rein kann. Okay, mir gefällt so, dass es hier runde Räume gibt. Dass diese Räume so schön rund sind. Und dass jeder Raum hier eine andere Form hat. In diesem Brutbereich. Ist einfach sehr schön zum Anschauen, muss man sagen. Wie gesagt, das gefällt mir schon sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Okay. Dann wären wir hier fertig, wie gesagt. Haben dort oben noch das eine Metroid und dann kommen wir hier schon wieder raus. Sehr schön. Haben wir schon zwei Höhlen abgeschlossen. Ja, das Spiel ist natürlich nicht unbedingt länger als das Original, so kann man sagen. Ich bin mir immer nicht sicher, was das hier heißt. Ich will jetzt mal eine Sache überprüfen. Okay. Keine Ahnung. Dort hoch komme ich ja nicht unbedingt, nicht wahr? Also ich meine, ich weiß, wie ich allgemein dorthin komme. Ich glaube, das verbindet sich nicht. Ich bin noch sehr gespannt. Vielleicht habe ich eine Vermutung dafür, vielleicht aber auch nicht. Ich bin mir da selber noch nicht so ganz sicher. Wir werden sehen. Oh, das war nochmal ein Stockwerk höher, okay. Au. Okay, hoch. Holen wir uns noch das letzte Metroid. Mal sehen, ob es ein Gamma oder ein Alpha ist. Ich vermute mal ein Alpha. Aber bloß, weil das Gamma hier gerade eben so angepriesen wurde. Deswegen wird das hier wahrscheinlich auch noch ein Alpha sein. Versuche mal Select zu drücken, tatsächlich. Durchschaut Spiel. Nice. Combo. Das war sehr schön. Das Metroid hat nicht wirklich eine Chance gehabt. Ist hier oben irgendwas? Das. Oh, Erdbeben. Wunderbar. Sehr schön. Unseren Boss für den Bereich hatten wir theoretisch auch schon, und zwar Narachnos. Ich hoffe zumindest, dass der zählt. Ich hoffe nicht auf irgendwelche weiteren fiesen Sachen nach draußen. Oder auf dem Weg nach draußen. Aber wir werden sehen. So, dann gehen wir nochmal kurz die Decke ab und dann haben wir eigentlich auch den Bereich fertig. Schauen wir jetzt mal, was wir hier oben finden. Vielleicht gar nichts. Kann auch manchmal sein, dass man einfach gar nichts findet. Ist klar. Aber wir haben es wenigstens probiert. Und ich meine, bei einem Punkt hatten wir ja wirklich einen Missile-Container. Wo ich auch nicht unbedingt damit gerechnet habe. Ja, es scheint mir aber hier, dass wir hier eher leer ausgehen. Na gut. Jetzt sind wir ungefähr über die Hälfte. Das sollte jetzt gleich der Eingang sein. Ja. Yep. Okay. Können wir es eigentlich loslassen? Genau. Oh, krass. Dort war noch ein Missile-Container. Okay. Es hat sich doch wieder gelohnt. Ah, verdammt. Da war noch ein Knick drin. Oh, wie gemein. Den Knick habe ich jetzt nicht erwartet. Jetzt müssen wir dort nochmal hoch. Verdammt. Ich dachte, das wäre schon, aber wir waren noch ein Stockwerk zu weit oben. Vom Tempel aus gesehen. Ich glaube, hier gab es jetzt auch nichts mehr. Da wäre bloß noch der Knick gekommen und das war's, oder? Ja, jetzt haben wir alle Kästchen voll und da ist es. Okay. Wunderbar. Ja, der Bereich sieht eigentlich auch gut vollständig aus. Außer das da, aber dort kommen wir an beiden Stellen noch nicht weiter. Oh, halt. Jetzt wollte ich da mal was probieren. Das ist cool, okay. Das war aber eigentlich nicht das, was ich probieren wollte. Wie ging das denn? Es gibt irgendwie eine Möglichkeit, die Bomben auch nach oben zu feuern in einer geraden Linie. Dann muss man hier einfach... Nee. Ich denke, es ist schon im Charge-Beam. Ich weiß nur nicht, was man dann drücken muss. So, mache ich bloß die Sprengattacke. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das könnte vielleicht das Rätsel für manche Sachen sein.
Wie gesagt, habe ich jetzt leider keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Gut, grob haben wir ja auf jeden Fall mal die zweite Höhle abgeschlossen. Wir haben ja gesehen, da gibt es auch noch viel zu erledigen, was Screw Attack und so angeht. Das heißt, es ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. So, was wir auch noch machen können, ist uns hier nochmal ranwagen. Jetzt haben wir ja den High Jump, das heißt, au, okay, toll. Mit einem High Jump geht das ja auf jeden Fall. Ja, das war ein bisschen knapp, aber es geht. Sehr schön. Und das Rätsel dort oben könnte jetzt auch funktionieren, wenn das so ist wie in Zero Mission. Und wie gesagt, das Spiel basiert in vielen Sachen auf Zero Mission. Also vielleicht auch dort. Wir werden sehen. So, er sollte jetzt eigentlich auch, ja, kein großes Problem sein, sage ich mal. Wo war denn der Bereich? Ach, ganz oben, krass. Stimmt, beim Eingang von diesem grünen Bereich war das schon. Wir sind ja doch schon mal eine Weile nach unten gegangen. Genau. Schauen wir uns jetzt das nochmal an, weil jetzt haben wir auch den High Jump. Das heißt, wir sollten jetzt eigentlich auch dort, ja, nicht unbedingt hochspringen können. Geht das nicht? Oh, ich kann mich von den Sachen nicht... Das ist schade. Aber ich kann mich mit dem Instant Morph theoretisch so ein bisschen... Wenn ich Instant Morph und... Kann ich das dann in der Luft machen? Scheinbar. Sollte gehen. Vielleicht bloß nicht an den Blöcken. Das können wir doch bestimmt irgendwie cheaten, oder? Was ich jetzt mal mache, ist mein Power Grip aus. Weil dort festhalten bringt mir eh nichts. Ich muss eher versuchen, dann entlang zu walljumpen. Ah, jetzt geht das Walljumpen auch. Weil ich jetzt die oberste Ecke anvisieren kann. Oh, da war's gerade. Krass. Ich konnte auf den Block gerade eben springen. Es ist bloß ultra schwierig. Da ist das, was ich gerade eben mache, fast sogar noch einfacher. Es geht leichter, ja, aber nicht so leicht wie in Zero Mission. Oder in Super Metroid war das, glaube ich, nicht wahr? Wo Crumple Jump mit dem Springball so unglaublich einfach war. Ich meine, was ich immer noch machen könnte, wäre das hier. Ja, theoretisch das, bloß darf ich da nicht so... Aber das hilft mir halt nichts. Das hilft mir gar nichts. Ich glaube, das kann ich nur nicht lösen. Ich hätte es gern geholt, aber ich meine, es ist eh bloß ein Missile-Container. Aber für gerade eben... Wüsste ich nur nicht wie. Oh, krass. Missile. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich wüsste gerade einfach nur nicht, wie ich das gescheit machen soll. Weil ich kann weder genügend Bomb jumpen, noch kann ich Crumble jumpen. Ich kann da einfach gerade gar nichts, was ich bräuchte. Also halt, ich muss ja dort nach unten. Genau. Stimmt. Gehen wir mal weiter in Richtung der dritten Höhle. Dort sehen wir die Lava schon wieder. Dort müssen wir dann auch später weiter, wie man gesehen hat. Aber jetzt holen wir uns, wie gesagt, natürlich erstmal die nächsten paar Metroids. So. Wunderbar. Okay, wie viel sind es diesmal? Diesmal müssen es ja... Oh Gott, ich wollte gerade sagen, lass noch mehr werden. Das war nicht so gut. 10 Metroids und davon sind sehr viele Gammas. Das ist das große Problem. Ist da ein Item? Hier ist irgendwo ein Item. Mit dem Wavebeam sollte man das doch eigentlich finden, oder? Aber das ist dort, wo ich gerade nicht suche. Wo ist es? Hier irgendwo ein Item. Ich meine, zu weit oben kann es ja auch schon wieder nicht sein. Und hier kann ich überall hinschießen. Das ist merkwürdig.
Weil wie gesagt, dafür habe ich ja den Wavebeam, um solche Sachen zu finden. Aber irgendwie, die Rätsel dieses Spiels, ne? Ach, guck mal. Doch, das ist ja gemein. Wow. Das sah nämlich fast aus wie ein Stachel. Krass. Okay, haben wir das gefunden. Nett, dass es angezeigt wurde. Ansonsten wäre ich da wohl vorbeigelaufen. Und zwar direkt in die Lava. So. Sehr, sehr schön. Damit haben wir unseren nächsten Zugang zur Höhle. Aber ich würde sagen, zwei Höhlen sollen es vorerst mal gewesen sein. Wir haben heute, wie gesagt, definitiv einiges erreicht. Wir haben dort oben immer noch das Ding, wir haben unten immer noch das Ding. Das heißt, in jede Höhle jetzt schon was, wo wir nochmal hinkommen müssen, auch hierhin nochmal. Also auch schon schön, dass wir wenigstens ein bisschen für ein paar Sachen wenigstens backtracken müssen. Das gefällt mir schon mal. Ja, aber wie gesagt, damit beende ich vorerst mal die Aufnahme für heute. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit AM2R. Wenn wir dann die dritte Höhle erkunden, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Ich freue mich sehr, die nächsten Gammas zu bekämpfen. Mal sehen, ob wir da vielleicht eine bessere Strategie rausfinden. Für die Alphas gab es nicht unbedingt eine Strategie, außer unter ihnen zu stehen und sie umzukombonen. Aber so generell gesehen, gingen die eigentlich, die Gammas jetzt könnten vielleicht schon ein bisschen kniffliger werden. Bin ich mal gespannt. Und ja, ich bin auf jeden Fall auch noch gespannt, was jetzt so die nächste Höhle zeigen wird oder machen wird. Weil bisher hatte ja jede Höhle so ein bisschen ihr Design. Hatten sie damals auch schon, aber hier kann man es halt deutlich erkennen. Und das gefällt mir sehr gut. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt und ja, damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Also dann, ciao.